Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Hermes. Der Gast ist König. Dieser gastgewerbliche Grundsatz gilt nicht nur in der Café, Restaurant, Pizzeria, Espresso, Konditorei am Eck, sondern auch in der Unterhaltungssendung mit Musik und Pfiff Willkommen Österreich. Ob die Königin der Körpersäfte Charlotte Roche oder zum Beispiel der König der Lüfte und nicht bezahlten Abendessen Niki Lauda Ihnen am lässigsten erschien, entspringt zugleich dieser Wundermaschine. Ja. Du warst ja sowas wie die Antithese des grassierenden Gülcanismus. Ja. Bei Viva. Ja. Freut es dich jetzt, dass du nicht mehr mit diesen Leuten in einem Atemzug genannt wirst, sondern mit Martin Weiser und Michelle Welbeck? Bist du eine andere geworden? Also eine andere weiß ich nicht. Das ist ja jetzt schon ein krasser Unterschied, ne? Wie man so wahrgenommen wird. Aber ich bin froh, von Viva weg zu sein, ja klar. Dass man nicht immer über Gülcan gefragt wird und ob man Sarah Kuttner hasst oder liebt. Aber trotzdem war die erste Frage von ihm zu Gülcan. Der eigentlich, ja genau, da ist es schon wieder. Vielen Dank. Ja, stimmt. Ja, wir kommen sofort natürlich auf dein Buch zu sprechen. Ja. Feuchtgebiete heißt es, man braucht es gar nicht mehr in die Kamera halten, weil es so unglaublich oft verkauft. Und jetzt hast du mit diesem Erfolg gerechnet, als du es geschrieben hast? Nee, ich habe gedacht, ich werde für dieses Buch getötet, tatsächlich. Ja, also ich dachte, ich kam mir todesmutig vor, dass ich als Frau sowas schreibe, dass ich über jeden Millimeter der Schamlippen und Klitoris und sowas schreibe. Ja. Und ich dachte, ich werde zu Hause bei uns im Kölner Viertel mit Steinen beworfen eher dafür. Stattdessen haben die Leute die Steine von dir, vor dir weggeschoben auf der Straße, genau. Und liegen dir zu Füßen. Und hast du damit gerechnet, dass dir Millionen von jungen Mädchen, jungen Frauen, jungen Männern, jungen Alten, dass alle vor dir auf dem Boden liegen? Nein, ich schwöre, dass ich das nicht geahnt habe. Und das sieht man auch an der Startauflage. Also mein Verlag sogar hat nicht dran geglaubt. Wir haben mit einer Startauflage von 15.000 mal so angefangen. Und wir haben alle Sorge gehabt, ob wir die loswerden überhaupt. Also wir haben gesagt, wir kaufen einen Kasten Bier, wenn wir das abverkaufen. Ja, man muss es kurz erklären, für die wenigen Leute, die nicht wissen, was das für ein Roman ist. Feuchtgebiete in einer sehr expliziten Sprache gehaltener Roman, wo es auch sehr um sogenannte ekelhafte Dinge geht. Es geht um Helen, die in einem Krankenhaus liegt und sich einer unangenehmen Behandlung unterziehen muss und im Laufe dieses Liegens dort mit ihren Körpersäften und Körperöffnungen vertraut wird und sich mehr oder weniger darin sucht. Wenn man das liest, erfährt man, wenn man über Helen liest, auch zwischen den Zeilen einiges über die Autorin? Einiges, ja. Also zum Beispiel habe ich nie gemerkt, dass ich was Ekelhaftes schreibe. Du benutzt das Wort ekelhaft. Ich benutze es nur, weil ich es gelesen habe. Ja, aber das ist zum Beispiel, ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt was Ekelhaftes. Also Hämorrhoiden sind was Ekelhaftes? Nee, überhaupt nicht. Erstmal, Moment, Hämorrhoiden sind erstmal einfach nur Hämorrhoiden. Ja. Erstmal sind Hämorrhoiden. Und jeder hat Hämorrhoiden. Du auch. Nein, und ich habe keine Hämorrhoiden. Doch. Eine Rose ist eine Rose. Hämorrhoiden sind Hämorrhoiden. Wir haben alle Hämorrhoiden und nur wenn die anschwillen und jucken und so, dann sind das halt krankhafte Hämorrhoiden. Und dann sagt man im Volksmund, ich habe Hämorrhoiden. Okay. In Wirklichkeit haben wir alle Hämorrhoiden. Aber wenn man sagt, dass du angenehm unzimperlich schreibst, wie es auf deinem Buchrücken steht, da fühlst du dich damit, fühlst du dich da richtig beschrieben? Angenehm unzimperlich? Also unzimperlich bin ich auf jeden Fall. Also um nochmal auf den Ekelbegriff zu kommen, dass ich offensichtlich einen anderen Ekelbegriff habe als andere Menschen. Und war das immer schon so bei dir? Ja, es ist tatsächlich so, dass dieses Buch zeigt sehr gut mein Verständnis von Humor. Und ich mag das sehr gerne, vor allem über solche Sachen Witze zu machen. Dahin zu gehen, wo es weh tut. Ja, und über das zu reden, was eigentlich alle haben, aber keiner spricht darüber. Das macht mir großen Spaß. Verstehe ich sehr gut. Das ist ja eigentlich würde man diesen Humor eher Männern zuschreiben. Ja, das stimmt. Das haben die Männer für sich gepachtet. Ja. Ne? So Zotenreißen und sowas. Ja, das ist auch schade. Es ist aber bei deinen Lesungen nicht so, dass da irgendwie Lustkreise im Publikum sitzen oder Leute, die sich schon mal die Hose aufmachen, um sich dann runter... Bestimmt auch. Es ist doch. Es sind Legionen von jungen Frauen, jungen... Mädchen, die sich da wiederfinden. Ja, es sind erstmal 70% junge, sehr gut aussehende Frauen in meinem Publikum. Das macht mich sehr froh. Das ist nicht Hämorrhoiden 70% sieht man nicht, alte Männer. Ja, genau. Nee. Aber die zeigen die mir später dann. Ja. Du glaubst nicht, was ich alles gezeigt bekomme. Es ist schrecklich. Ja. Wirklich.
aber tatsächlich, du hast es gerade gefragt, ein Mann hat schon mal masturbiert in meiner Lesung. Im Ernst jetzt? Ja, ganz im Ernst. Der saß in der ersten Reihe, der war so ein bisschen Mischugge. Und der war mit seiner Frau da, die war auch Mischugge. Und die hatten lauter hier bei dem Mann so Gegenstände hingebaut. Ja, so Türme von Taschen und Jacken. Und dann, da beide hatten die Hände bei dem Mann hier unten drin. Nein. Und ich habe immer so gelesen und ich habe jetzt schon viele Lesungen gemacht. Ich kann ja so vorlesen und währenddessen auf was ganz anderes achten. Ne? Und dann habe ich immer so vorgelesen und ich kann ja viele Sätze schon auswendig vortragen und so. Und dann habe ich immer geguckt, was die machen. Und irgendwann zieht die Frau die Hand hier unter dem ganzen Berg weg und sagt, vielleicht hatte sie Hämorrhoiden. Ja, die waren da unten. Und da war so Jeim dran und dann schimpfte sie ihn an, weil er offensichtlich gekommen war. Und dann holte sie aus ihrer Tasche ein Taschentuch und hat sich sauber gemacht. Und du als coole Vorleserin hast gesagt, kein Problem, das ist normal. Ja, das ist für mich ganz normal, das kenne ich von meinen Eltern. Ja. Aber du sagst doch immer, dass du nicht möchtest, dass deine Mutter das liest. Ja, das möchte ich wirklich nicht. Also es ist so wirklich so... Aber sie hat es doch sicher schon gelesen. Nee. Also in meiner Familie wird über dieses Buch nicht gesprochen. Aber sie wird sich doch interessieren. Deine Mutter ist Engländerin, oder? Und sie kann vielleicht nicht Deutsch. Ja, die kann schon, also solche Sätze kriegt die schon. Aber die hat sich doch sicher, die hat sich doch sicher das Buch ihrer Tochter besorgt. Ich habe meinen Eltern verboten, das Buch zu lesen. Wirklich, ich habe... Dann sagen Leute, ja, Charlotte, ich denke, du willst, dass wir alle über Hämorrhoiden und so reden. Und dann bei den Eltern hört es auf, oder was? Dann sage ich, ja, bei den Eltern hört es auf. Das ist so, ich stelle mir meinen Vater vor, dass er dieses Buch liest und erst denkt, was haben wir falsch gemacht? Und dann als zweites denkt, ach du Scheiße, meine Tochter kann besser wichsen als ich. Und das soll doch ein Vater nicht denken das müssen, soll, ne? Nein. Ein Vater soll immer der beste Wichser zu Hause sein. Ja, genau. Wenn ich richtig informiert bin, hat Kiepenheuer und Witsch dieses Buch zuerst abgelehnt, weil es ihnen zu obszön war oder aus welchen Gründen? Die Wortwahl war pornografisch. Und die haben wohl so Statuten des Hauses, ich habe sie noch nicht gelesen, da steht drin, dass die keine Pornografie veröffentlichen. Mhm. Ist es deiner Meinung nach pornografisch? Ich habe nicht so eine große Ahnung von Literatur. Und ich habe aber jetzt mit vielen Fritzen reden müssen, die Ahnung haben von Literatur. Und die haben immer gesagt, das ist in der klassischen Definition von pornografischer Literatur dieses nicht. Mhm. Sonst ist das ja immer, ein Mann stößt sie wie ein Hengst, er fällt sie, bis sie keinen Mucks mehr macht oder so. Und hier ist es, sie drückt so lange auf den Hämorrhoiden rum, bis es platzt. Ja, jetzt ist das so. Jetzt ist das ja so, dass das eher immer eine Frau mit sich selber ist. Also es fehlt praktisch der Pfahl in der Geschichte. Ja. Und dann weiß man nicht, ob das jetzt pornografische Literatur ist. Ich weiß nicht. Ich, als Witz, weil man das dann gebündelt besser sagen kann, sage ich, es ist pornografisch. Wann hast du angefangen, das zu schreiben? Weil ich habe mir gedacht, weil du bist ja sehr erfolgreich auf Lesetour immer gegangen, mit diesem großartigen, dieser Doktorarbeit von einem Menschen, der das, glaube ich, in den späten 70ern geschrieben hat. Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsauger. Ja. Damit war ich ja jahrelang auf Lesetour. Und also mit Heinz Strunk oder auch mit Christoph Maria Herbst. Und ich habe erst jetzt bei der Lesung von meinem Buch festgestellt, in diesen Leserdiskussionen nachher, ne, dann dürfen die mir Fragen stellen, das ist immer ganz schlimm, weil die fragen immer ganz schreckliche Sachen. Und dann irgendein Leser hat dann gesagt, ja Moment mal, sind das nicht zwei Themen, die dich schon lange begleiten, Charlotte? Masturbation und Krankenhausaufenthalt. Mhm. Nämlich bei den Penisverletzungen waren das halt abgerissene Eicheln, weil die haben ja versucht zu masturbieren mit einem Vorwerk-Kobold-Staubsauger. Ja. Nicht machen. Mit jedem anderen Staubsauger ja, aber nicht mit dem Vorwerk. Danke, dass du das sagst. Ja. Weil wir haben ja auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Bitte, bitte nicht machen. Da sind wir wieder schuld. Ja. Ist deine TV-Karriere eigentlich zu Ende? Nee. Jetzt, wo du Bestsellerautor bist? Nee, ich habe gerade auch noch einen Vertrag zu erfüllen. Ich drehe gerade Sachen für Dreisat. Die laufen im Herbst und im Winter. Da triffst du Leute. Ja, genau. Ich begleite ungewöhnliche Berufe bei der Arbeit, aber nicht... Pornodarsteller. So, ja. Prostituierte. Proktologen. So die Richtung. Staubsaugervertreter. Das war der Willkommen Österreich Sommerwurlitzer. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen und sexy Sommerausklang. Auf bald, wenn es wieder heißt Willkommen Österreich.